Wir sind intellektuelle Wanderpenner auf der Suche nach dem Glück. Und wir machen Musik auf der Straße und natürlich auch im Club. Ja. Luis spielt Posaune, ich spiele Gitarre. Und das ist der Raffi. Mit dem spielen wir dieses Jahr auch häufiger zusammen. Die Beats kommen vom Laptop und es ist alles selbst gemacht. Nachtwanderung mitten am Tag. 3 Millionen Schlafwandler laufen durch die Stadt. So viele schöne Gespenster. Hey, du, kannst du mich hören, du Gangster? Ja, das Reisen ist gut, um Freunde zu treffen. Ansonsten sind wir, glaube ich, ein bisschen asozial. Ja. Und ziehen uns auch manchmal im Winter ganz schön doll zurück. Und, wir sind nicht so gut in der kontinuierlichen Beziehungspflege. So. Wir haben ja auch uns. Ja, die Fahrräder, das ist eigentlich ein kleines Problem manchmal. Aber das führt auch immer zu einer interessanten Lösung. Also es gibt ja für alles eine Lösung. Und wir stellen die Fahrräder meistens so bei irgendwelchen Leuten unter, die einen Hinterhof haben oder die einen großen Hausaufgang haben oder so. Also die Tür muss breit genug sein und im Winter kann man jetzt natürlich nicht touren. Und das ist auch nicht unser Interesse, sondern im Winter regenerieren wir uns. Und letztes Jahr haben wir zum Beispiel jetzt in so besetzten kleinen Häusern, also Bahnwärterhäuschen, ja, so einen alten Wohnblock haben wir auch besetzt und halt immer so lange, bis wir dann nach einem Monat in etwa rausgeflogen sind. Und ja, dieses Jahr soll es halt nicht so sein. Das war letztes Jahr schon blöd, wenn man dann plötzlich wieder bei 20 cm Schnee auf der Straße sitzt. Und die Sonne geht auf, die Welt geht unter, ich penne am Strand, sehe ein Wunder, mehr kann ich nicht gewinnen, mehr kann ich nicht gewinnen. So ein Lebensgefühl beschreiben lässt, tut sich ja am besten durch Musik, finde ich. Wie man ein absoluter Gewinner sein kann, kann man ja vielleicht philosophisch höchstens herleiten. Also es ist ja... Ist ja ganz klar, dass man auf dieser Welt und in seinem Leben nichts zu verlieren hat. Und das muss man sich einfach mal verdeutlichen. Und dann ist man schon ein absoluter Gewinner. Und ja, wenn man das kann man nämlich sagen. Absoluter Gewinner. Da waren wir bei den Tiefpunkten und all sowas und alles Problem. Genau. Und das ist halt das Geile im Leben. Also das macht es ja, das tut zwar manchmal kurz weh, aber das ist ja eigentlich so, das ist ja das Geile. Und da, in dem Punkt, da gewinnen wir dann nämlich am Negativen eigentlich, oder das, was vermeintlich als negativ gilt. Das ist ja, Und das Positive ist sowieso geil. Also, wo kann man da noch ein Problem sehen? Was aus mir wird, was aus mir wird, Mann, ich werd Terrorist. Was aus mir wird, was aus mir wird, Mann, ich werd Terrorist. Was aus mir wird, was aus mir wird, Mann. Und wenn jetzt jemand kommt und offen ist, macht, was er will, einen freien Lebensstil lebt, dann kann er diese Menschen erschrecken auch. Und damit lebt er eine gewisse Form von Terrorismus. Aber man kann hier wirklich schon sagen, die Menschen haben mehr Angst vor Offenheit und Freiheit. Die meisten, also dass das größte Problem an so körperlicher und lebenstechnischer Freiheit wirklich ist, dass man dann auf seine geistige Unfreiheit stößt. Elias an der Gitarre! Choir, Choir! Das war's! Luis! An der Posaune! Ich werd Terrorist.